Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Elex, wo wir noch ein paar kleinere Missionchen haben. Wobei das hier an sich ja alles erledigt ist. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir wieder... Wo war denn die komische Einheit? Die war doch irgendwo hier hinten. Wir müssen einfach mal hier hingehen. Von hier aus weiß ich ungefähr, wo wir lang müssen. Weil der komische Anführer Hengst, der will mir doch sicher Kohle geben. Ach ja, man sieht das Lager von hier schon. Die haben sich ja wirklich... Es soll doch eigentlich vor den Augen verborgen bleiben. Und warum sieht man dann von hier aus schon diese ganzen elenden, dreckigen, stinkenden Zelte? Ist jemand in der Lage, mir das mal näher zu erklären? So, wir müssen heute wahrscheinlich auch weitermachen mit der Sammelei von den ganzen Bomben-Equipment. Da haben wir ja noch ein paar Missionen am Stissel. Zack, voll an den Hintern. Wo bist du? Komm zu Papa. Ich mach die Charts alle. Kommst du hier hoch? Wo bist du denn? Da ist er ja. Der hat mir ganz schön wehgetan, wenn ich das mal feststellen darf. Aber ist mir Rille. Rille wie eine Grille. Ja, wir suchen noch diese Bombenteile zusammen. Wir müssen auch noch, ich wollte ja mal gucken, ob ich eventuell mal wieder irgendwas sockeln kann. Oder besser gesagt, bessere Sockelsteine herstellen kann. Vor allem was Erfahrung angeht. Wir brauchen ja noch diverse Level, damit wir endlich befördert werden können. Also wir haben noch einen ganz prallen Plan. Wir haben ja auch noch diese ganzen Gefährtenmissionen, die wir noch erledigen müssen. Holla die Waldfee. Komm schon, wertvoll. Reicht mir, danke. Bin wieder da. Hi. Frank ist frei. Und ich nehme an, das haben wir dir zu verdanken. Na, freilich. Korrekt. Dein Handeln spricht Bände. Du bist wahrlich ein aufrechter Streiter Kalans. Auch wenn es Ehrensache ist, einen Kameraden zu retten, will ich mich erkenntlich zeigen. Das ist toll. Das ist nicht mal annähernd das, was ich ausgegeben habe, aber geht schon klar. Im Dienste Kalan. Big Bang ist tatsächlich sogar so eine Dingensmission. Eine Hauptmission schon. Diese Türme haben mich schon immer fasziniert. Ich habe einmal gelesen, dass sie ein Wahrzeichen eines alten Gottes waren. Oder die Menschen von damals hatten sie angebetet, auf dass er ihnen das Licht bringen möge. Die Menschen von damals haben das benutzt, um Strom zu erzeugen, du Hecht. Als ob das Ding hier hoch kann. Komm schon, gib mir den Power Stripper. Okay, erledigt. Spannender Kampf hier, spannender Kampf. Gib mir das. Und gib mir noch mehr davon. Komm, mach voll die Qualle. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig unterwegs, weil ich bin hier so weit unten. Ich weiß nicht, ob ich eher nach oben muss. Aber es sieht gut aus. Hier die Straße lang. Das müsste eigentlich locker richtig sein. Wird sich zeigen. Ich jedenfalls gehe hier lang, als wollte ich hier sein. Denn selbst wenn ich hier nicht sein will, werde ich mir das niemals eingestehen, weil... Das wäre peinlich, dazugeben zu müssen. Blödes Viehzeug. Gib doch sofort her. Na, wir würden hier rumkrähen. So, ist hier alles Gucci? Ich glaube, wir müssen da oben hin. Wie kommt man da am besten hin? Einfach hier den Straßen weiter folgen, wie es aussieht. Bisschen mehr hier lang, dann müssten wir da oben irgendwo rauskommen eigentlich. Also spannend ist das Gebiet schon. Das gebe ich ja zu. Ich weiß nur nicht so ganz, ob ich hier sein will. Danke erstmal dafür.
Oh. Ach, das kann ich gar nicht mitnehmen, oder wie? Ach, was weiß ich denn? Ich brauch's ja im Endeffekt eh nicht so. Mein Problem ist, dass ich immer noch einen Weg da hochfinden muss. Geh weg. Husch. Was willst du denn? Keiner hat dich lieb. Gut, okay. Links von uns ist noch eine Blume. Müssen wir dran denken. Nehmen wir auch mal mit und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo hinkommen, wo wir hinwollen. Das scheint ja schon wieder alles bergab zu führen hier. Ey, beim Fliegen zu ballern ist so kacke. Ich treffe ja alles nur das Vieh nicht. Ich komme. Töte es! Okay, alles gut. Aber ich scheine hier sogar tatsächlich an sich richtig zu sein, hä? Es sieht gut aus. Ich muss ein Stück nach oben. Ich weiß nicht, wie weit nach oben. Wohnt hier wer? Hallo? Erstmal auf den Stuhl setzen, das hilft. Kann auch sein, dass wir hier schon längst mal gewesen sind. Ist ja... Ich kann mir das nicht merken. Erst recht nicht, wenn ich ein Spiel zum ersten Mal spiele, wo ich schon war und wo nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall ein Stück weiter nach oben, sagt uns die Questmarkierung. Und hier sind wir richtig, wie es aussieht. So richtig, dass es schon strahlt. Ich werde hier warten. Mach doch, was du willst. Ich weiß sowieso nicht, wie wir da rankommen. Ich werde hier warten. Ich werde hier warten. Ich muss hier irgendwie rein. Das ist das Problem. Ich weiß nur nicht, wie. Ich werde hier warten. Ach, lol. Ja, Mann, ich komm nicht rein. Okay, gib mir erstmal einen Heiltrank. Ich versuch's doch mal ganz langsam. Hab es. Boah, so weit, so gut. Und wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir in eine ganz andere Richtung. Ich muss nochmal zum Fort zurück und von da aus losfliegen. Ziemlich genau geradeaus. Da an dieser Kuppel. Aber die war doch, glaube ich, auch so hypermäßig radioaktiv, oder nicht? Ich schluck mir lieber noch einen Heiltrank rein. Man weiß nicht, was der Tag noch für uns bereithält. Was liegt hier? Elektroschrott, nice. Immer her damit. Ich meine, wenn es zu stark ist, schaue ich halt mal nach. Eventuell haben wir ja noch irgendwo ein bisschen Zeug rumliegen, womit wir uns die Radioaktivität ein bisschen aufbessern können. Hab's geschafft. Es hat mir nur ganz schlimm wehgetan. So, noch einer hinterher. Komm her damit. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Ich war das nicht. Moment, ich dachte, ihr kommt jetzt hier raus. Ich bin direkt hinter dir. Komm hierher. Oh oh. Okay, Moment, wenn das so viele sind, dann will ich doch lieber ein bisschen Bonuserfahrung kriegen können.
Alles klar. Danke dafür. Vor der Granate habe ich gerade Angst. Okay, drauf geschissen. Und jetzt weg, weg, weg. So, gibt es hier unten noch mehr Kreaturen? Scheint gerade vorübergehend ruhig zu sein. So, damit haben wir auch das. Oh, guck mal, wir können hier schon wieder rumhacken. Was haben wir denn? Kleiner, größer, größer. Okay. Da nehme ich mal die 1. Die ist nämlich auf jeden Fall kleiner als die 9. Die 9 wiederum 7, 5. So. Ah, nur das eine ist falsch. Aber die sind alle gelb hier, sehe ich gerade. WTF. Naja, gut. Dann die 5. 7, 6, 8. Nee, doch, alles gut. So hier? Nur die ist falsch, okay. Was haben wir denn noch nicht benutzt? Die 3, guck mal. Geht doch. Aha, 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 aha. Welch eine spannende Kuppel. Ich hab einen fucking Flammenwerfer gefunden. Kann ich den auch schon benutzen? Ich kann den benutzen, eiskalt. Muss ich mir merken, dass wir jetzt einen Flammenwerfer haben. Oh shit. Direkt erstmal austesten hier. Worms. Da drüben. Oh, cool. Und so können wir es also auch machen. Okay. Na, mal sehen, ob wir den Flammenwerfer für irgendwas noch gebrauchen können, was wirklich gut ist. Tote Wachen. Und auch ansonsten nur Löcher, soweit das Auge reicht. Naja, gut. Dann zurück ins Fort. Bunker des Dukes. Und von hier aus steigen wir wieder runter zur Bombe. Kann ich mit dir jetzt irgendwas anfangen? Nee, nicht wirklich. Du hockst hier einfach rum wie eine blöde Sau. Ah! So, gehe ich wieder ins falsche Loch? Ich wusste es. Ich wusste es einfach. 50-50 Chance und ich verkack's. Hi. Hier ist ein inverser Phaseninduktor. Ah ja. Dann kriege ich endlich das Problem der Phaseninkonsistenzen gelöst. Okay, aber da fehlt noch was. Beeil dich, der Duke wartet. Ja, ja, bitteschön. Hier, dein proprietärer Etwas-Kondensator. Wofür brauche ich den denn nochmal? Egal, fällt mir schon wieder ein. Ah, du hast mir tatsächlich den ganzen Kram besorgen können. Endlich kriege ich Level den up. Big Bang fertiggestellt. Natürlich werde ich noch einige Zeit dafür brauchen. Du kannst ja so lange dem Duke sagen, dass hier alles glatt läuft oder so. Kannst es aber auch lassen. Na, ich mach das mal. Gibt ja vielleicht noch ein bisschen Bonuserfahrung. Ich will ja nicht so ein gemeiner sein. Ja, ja, ja. Grüße. Dein Big Bang wurde fertiggestellt. Na siehste, wusste ich doch, dass du was taugst. Was war denn das schon wieder? Ah, das ist schon wieder ein Rückblick, verstehe. Kalt. Ist das eigentlich der Eispalast hier? Ich denke schon. Da ist schon wieder so ein Putzbot, ich sehe genau. Der erste Elexitor bittet mich um eine Unterredung. Was gibt es, Tarek? Wir müssen über deinen letzten Befehl an unsere Soldaten im Grenzland zu Ignadon reden, Zadom.
Mir missfällt deine Verschwendung von Ressourcen für unwichtige Ziele. Unwichtig? Wenn die Maschinen der Kleriker in den Eispalast stürmen, denkst du vielleicht anders darüber. Konzentrieren wir uns zunächst auf Abessa. Die Kleriker in Ignadon haben gar nicht die Mittel, die Barriere zu überwinden. Ich höre den Hybriden reden. Sag mir, seit wann ist unsere Stärke die Überheblichkeit? Du zweifelst an der Autorität des Hybriden? Die Direktive besagt, alles Elex dem Hybriden. Hast du dich schon einmal gefragt, was geschieht, wenn wir die restlichen Elex-Bestände aus den umliegenden Ländern der freien Menschen abgeerntet haben? Ich warne dich, Zardom. Treibe es nicht zu weit. Alles Elex heißt genau das. Der Hybrid wird auch vor deinen persönlichen Beständen keinen Halt machen. Wer ist der Hybrid? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch wir zu den Konvertern abkommandiert und dort abgeerntet werden. Siehst du das denn nicht? Die Pläne des Hybriden sehen nicht vor, uns zu vernichten. Wir werden die Ersten sein, die von der Vollendung seiner Arbeit profitieren. Wer ist der Hybrid? Also lass endlich dieses Gerede. Sonst zwingst du mich irgendwann dazu, dir deinen Status zu entziehen. So, und jetzt geh und finde wieder einen Weg zurück zur rationalen Vernunft. Ja, das werde ich. Hoi, 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 hoi. Wie ist denn der Status vom Big Bang? Ist das Ding schon unterwegs zu seinem Zielort, wie ich es Konrad befohlen hatte? Der Big Bang hat seine Bestimmung noch nicht gefunden. Konrad soll das Ding endlich nach Ignadon ausliefern. Und zwar sofort. Bitte was? Geh und erledige das. Beweg dich. Das Ding darf nicht nach Ignadon. Sag mal, geht's dir noch zu gut? Ich helfe dir doch nicht dabei, die Kleriker hochzujagen. Sag mal, nee, da müssen wir jetzt was tun, Freunde. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Als ob die Bombe tatsächlich weg ist. Wo ist der Arsch? Arschloch, tu das nicht. War ja klar. Sieht ganz so aus, als ob Konrad den Big Bang gerade ausliefert. Weit wird er noch nicht sein. Ich wette, er will damit nach Ignadon. Ob er wohl die Route Richtung Norden an den alten Gewächshauskuppeln vorbeinimmt? Vielleicht besser, wenn ich das im Auge behalte. Allerdings, da hinten, was will denn der da hinten? Ich meine, mir ist es recht, ich war da, glaube ich, noch gar nicht. Von daher nur zu... Aber baut bitte keinen Unsinn, bevor ich da bin. Das Ding brauchen wir vielleicht noch für diesen komischen Hybriden. Weil ich weiß nicht, wer das ist, aber das klingt für mich gerade wie ein möglicher Bossgegner für das Spiel. Endboss-mäßig und so. Geh weg! Denkst du, ich hab nichts zu tun? Sag mal, du denkst, du kannst mir einfach so an den Nacken hacken oder was? Hier, ja, da hast du kleinen Anhaber am Kopf. So. Ich hab Wichtigeres zu tun. Ich muss eine fucking Bombe aufhalten. Und du da unten wirst mich auch nicht aufhalten. Genauso wenig wie du. Wo ist der andere hin? Da ist er ja. Da ist er ja. Ich bin direkt hinter dir. Alles gut. Wühler und Schakali. Und die Knochen. Die alten Gewächshauskuppeln sind diese Dinger, nehme ich mal an. Aber was gibt's denn hier zu entdecken? Das sieht so interessant aus. Also zumindest ist da unten schon mal ein ziemlich hässliches Viehzeug. Bedrohlicher Ort. Tu was, da lebt noch ein Vieh. Okay, alles gut, alles erledigt. Meine Güte, der will Ignadon damit hochjagen und ich habe dem auch noch geholfen, das Ding zu bauen. Ich fasse es gerade echt nicht. Ich bin so enttäuscht von mir selber, aber irgendwie auch nicht. Ich find's irgendwie lustig, ich mag es, wenn es knallt. Aber nee, Moment mal, halt ihn. Ignadon darf das nicht sein. Nicht den Fokus verlieren, bitte. Das geht nicht. Du musst was tun, um deine Kollegas zu retten. Gib mir die Brause, die hilft jetzt.
Brause macht Jungs zu Männern. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Ich habe hier keine Lehre reingesteckt. Wie soll ich sie dann rausziehen? Gib mir das mal her. Oh, Klopapier. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste schon wieder ohne auskommen. Miststück. Dann verrotte halt da unten. Ist mir doch egal. Ah! Als ob ihr einen Geld baden wollt. Hier wollte einer den Dagobert spielen, du. Wir müssen auch noch, wir haben ja auch noch die kleinen Elix-Tränke, die wir eventuell mal zu einem größeren machen wollten. Und oh, wir haben so viel zu tun. Als ob hier eine Brause auf dem Panzer liegt. Ist klar. So, was haben wir hier noch? Elix-Splitterli. Ich habe hier eben ganz ein komisches Geräusch gehört. Ich weiß aber nicht, was das zu bedeuten hat. So oder so, Freunde, für uns ist an dieser Stelle fürs Erste Schluss. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter mit der Erkundung und vor allem mit dem Aufhalten der Bombe und mal sehen, ob wir dann irgendwann auch endlich mal wieder nach Ignadon kommen. Was sagt denn unser Level aktuell eigentlich? Naja, könnte natürlich höher sein, aber kriegen wir alles schon hin. Bis zum nächsten Mal.